Okay, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich ein Problem mit allen Dingen, bei denen ich das Gefühl habe, sie sind konstruiert. Verstehe ich. Und das beschäftigt mich jetzt in den letzten Wochen zum Thema HKS und Uni extrem. Und mit dem, was wir hier machen, also dieses Gefühl von etwas konstruieren für etwas, nämlich für was? Diesen Kurs zu bestehen. Das ist mein Problem. Doch sind das ja, heißt ja das Wort Problem. Also wird es mich irgendwie voranbringen. Vielleicht durch dieses Video. Was ist Konstruktion bzw. Dekonstruktion der Konstruktion? Ja. Oh, crazy. Jetzt wird's jetzt spannend. Ja, natürlich. Das ist das Überraschende kommt mir da ein. Also was passiert, wenn was Überraschendes passiert? Da kommt bei mir auf jeden Fall immer Freude auf. Ja. Und auf einmal ist die Konstruktion das pure Leben. Ja. Ja, eigentlich ist man ja ständig am Konstruieren und am Dekonstruieren. Baut sich irgendwas auf, dann überlegt man sich irgendwas anderes und baut damit eigentlich wieder ab, was man sich aufgebaut hat. Ja, so ein bisschen ist es ja so. Die Frage ist wahrscheinlich, ob wie bewusst man es tut, mal wieder. Aber wir steigen ja auf, wir wachen auf. Das heißt, in Zukunft müssen wir vielleicht gar nichts mehr konstruieren. Wir sind die Konstruktion. Ja. Halleluja, oder? Ich sag nur Ethos und Pathos. Check it out, ja.